Ich habe es euch versprochen und jetzt fangen wir an. Mein erster Gaming-Fantasy, weiß ich was, Epoxy-Tisch, Cowork. Also, meine ganze Werkstatt ist jetzt eigentlich in dem Sinn so gebaut, dass ich jetzt diesen Tisch machen kann. Was werden wir machen? Wir haben hier eine richtige dicke, fette Ahornbowle aus Norwegen. Die werden wir uns zuschneiden. Dann hier am Rand werde ich sehr viel wegnehmen müssen, weil hier schon alles marode ist und der Wurm schon drin war. Das kommt dann weg. Wir werden uns dann aber eine natürliche Baumkante selbst anbringen, anschleifen, wie auch immer. Ich habe hier drüben nochmal zwei Stücke, die werden wir dann schön noch einsetzen. Es wird dann so ein Streifenmuster geben drin und zusätzlich wird dann in der Mitte ein Schwert mit Epoxy eingelassen. Da gibt es noch ein paar kleine Features, die dann dazukommen und nicht lange quatschen, sondern jetzt geht es mal zu dem Grobzuschnitt. Wir haben hier circa eine Breite von 650 bis etwa 1100 auf die Länge, die ich jetzt mal so in einem rohen Zustand hinbringen möchte und dann wir nachher diese Platte bearbeiten können. So, dann viel Spaß hier und let's go.
Jetzt haben wir die Platte komplett verleimt und ein wenig abgehobelt. Was wir jetzt noch haben müssen, ist, dass wir die ganze Fläche oben und unten richtig schön plan haben müssen. Für das habe ich keinen so breiten Hobel. Darum werden wir heute uns extra für diesen Tisch eine Planfräse bauen. Das machen wir mit der Oberfräse und mit so einem genannten Planfräser. Gibt es verschiedene Modelle mit Wendeplatten, ohne Wendeplatten, teurere oder China. Ich habe mir ein China-Produkt geholt. Mal schauen, ob es wert war. Go work.
So, wie sehen wir, ist diese Oberfräse noch nicht montiert. Wir haben jetzt hier das Ganze, den ganzen Schlitten. Problem jetzt noch ist, dass wir hier diese Rillen zu tief haben. Heißt, wir müssen uns hier etwas überlegen, dass wir in die Rillen einfügen können. Ich hätte auch einfach größere Kugellager nehmen können, aber ich habe jetzt das genommen, was ich zur Verfügung hatte. Ich habe jetzt mir einen Veloschlauch gekauft, ja, das ist da drüben. Den werden wir uns zuschneiden und dann in die Rillen legen. Und dann sollte dann diese Kugellager darauf gleiten können. Aber zuvor müssen wir uns das Ganze dann noch ausrichten, seitlich, und werden uns dann hier eine sogenannte Halterung hinmachen. Ich werde jetzt für dieses Projekt hier diesen Schlitten so belassen dann. Für ein späteres Projekt kommt dann aber noch eine komplette Rahmenkonstruktion dazu, wo ich dann mit dem Ganzen drauf richtig gleiten kann. So, was habe ich jetzt euch nicht gezeigt? Ihr hattet ja gesehen, ich habe jetzt hier die Lager montiert. Habe hier den Überstand, die Lager dran. Weiter unten konnte ich sie nicht hinmachen. Ich glaube, ihr wisst warum, wegen den Löchern, weil ich dann hier rausgekommen bin. Und habe mir jetzt hier einfach so einen Schlitten gebaut. Später dann werden wir hier das Loch einführen und die Oberfräse darauf befestigen. Ich muss jetzt schauen, was für mich am besten geht, weil ich habe hier die Möglichkeit, sich die wirklich so oder auch so anbringen könnte. Ich möchte jetzt aber schauen, wie das am besten ist von der Handhabung her, hier von dem Griff und von dem ganzen Fahrbereich. Das schauen wir uns dann an. So, jetzt kommt mal die seitliche Halterung von den Schienen, dann das Loch und dann wird die Oberfräse montiert.